wie die Quarry mal stehen bleibt und so. Genau, jetzt läuft das wieder hier auf volle Pöhle. So, da ich mich also das auch garantiert eh wieder verrechnet habe. Oh, das bleibt heute mit dem Ding. Und das andere Ding habe ich weggeschmissen von dem Ding. Ja. Ergo, müssen wir mal eben halt mal schnell hier. Können wir schon wieder ganz machen. Na gut, das reicht fürs Erste. Hä? Wo denn? Keine Ahnung. So, die paar Setzlinge, die ich von uns rausbekommen habe, die wollte ich auch noch mal einpflanzen. Ja, wollte ich eigentlich noch machen. Lass mal dazu kommen. Nee, dich kann ich eigentlich. Nein, nein, die hier. Dich kann ich eigentlich auch hier reinlegen. Und zwar hier rein. Genau. So, da haben wir eben halt alles für die Quarry Plus. Das Einzige, was fehlt, ist mir Strom. Falter, Falter. Also Strom ist jetzt gerade bei mir echt Mangelware. Moment, mal wieder anders hinsetzen hier. So, jetzt. Muss eben halt auf meinen Timer gucken. Ne? Also ich will nicht zu wenig machen, ich will aber auch nicht zu viel machen. Bin ich mal ehrlich. So, da können wir nochmal schnell rausgehen wegen Bienchen. So, hier haben wir eben halt dich. Was bist denn hier? Ja, was ist denn hier rausgekommen? Da kann man. Okay. Nobel, die kommt jetzt raus. Ich will sie nicht noch einmal versauen. Bin ich jetzt ehrlich. So, komm und du kommst hier rein. Ihr geht raus, weil ihr geht da gar nicht rein. Jo. Kommst du raus? Kommt. Nee, warte mal, Moment. Hier haben wir 14 drinnen, da kommt hier was raus. Huch. Du bist auch schon am Merkeln. Am Werkeln. So. Da kommen die auch mal alle raus. So, da habe ich jetzt Liquid DNA drin, genau. So, werden wir es jetzt mal so machen, dass ich die ganzen Bienen jetzt erstmal hier wieder, die will ich behalten. So, die kann weg. Die kann weg. Die kann weg. Die kann genauso weg. Und, nee, die nie. Du bleibst. Da ist nämlich noch ein Nobelstrang drin. Hier ist auch noch ein Nobelstrang drin. Hier ist sogar ein Diligent-Strang drin, also die bleibt auf jeden Fall. Und der Rest kann eigentlich, wuchala, der Rest kann eigentlich verschwinden, und zwar du, Kaldiveder raus, du raus. Ihr warst eine Nobel, du bist raus. Und du bist eine Diligent, die bleibt definitiv. Weil von den Diligent-Bienen haben wir nämlich noch gar nichts. Und wenn wir da eben halt ein bisschen was zusammenbekommen, kann das sogar sein, dass wir bald die große, die Aviary oder wie die sich nennt, eben halt auch bauen können. Dann geht es dann erstmal richtig los mit den Bienchen. Aber erstmal versuchen, die Drohne zu behalten, beziehungsweise keinen Scheiß damit zu machen. So, mal kurz gucken, was die Quarry hier schon wieder sagt, dass die jetzt alles, die sagt ja gar nichts mehr. Ach nee, geht da nicht. Hehehe. So, mal nachgucken. Jede Menge Quarz, ein bisschen Marmor, ein bisschen Mimichite. Ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen jenes. Jede Menge Redstone. Das muss sein. 22 Diamanten, 6 Emeralde. Gunpowder kann eigentlich raus. Zack. So, ein paar Knochen. Cinnabar, Dark Iron, ein Zombie-Kopf, der kann auch raus. Ich suche immer noch einen Skelettkopf. So. Wie sieht es jetzt hier drin aus? Jetzt haben wir schon zwei, mein Landmarker Plus, das gefällt mir. Ja, da kann man dann die Quarry eben halt woanders hinsetzen. So, das Ding hat jetzt auch wieder seinen Strom. Strömili. So, du kommst hier rein. Kaldivedet, was mache ich mit den drei Kaldivedet?
Moment. Stehen hier noch ein paar Kaldi-Werte drin? Das ist halt alles so Strangs oder Stränge, die ich gar nicht brauche. Das ist mies. Aber damit komme ich schon klar. So, du arbeitest. Oh, Dripping. Was kommt denn hier raus? Das ist sogar von der Nobel. Oh, Jelly Royal. Ernsthaft? Ach, die Imperial-Troppen, die. Ah, ich verstehe. Na, bleibst du stehen. So, ich wollte aber wissen, was ich aus dich machen kann. Also wieder bloß der Mist. So, du hast nichts zu tun. Da brauche ich hier eine Kammer. Ne, eine Kaldi-Wette. Ach, das ist. Oh, Junge, geh doch mal durch, du fette Schweine. Das geht mir gerade tierisch auf. Immer noch eine Rocky. So, ich glaube, da hinten war's. Nee, hier war's. Nee, hä? Kommen wir mal 11 raus. Machen wir so. Nee, ist doch egal. Sind hier welche verschwunden oder wie sieht das Ganze jetzt aus? Was ich aus dem Dschungelbienen machen kann, weiß ich noch nicht. Habe ich mich noch nie, habe ich mir noch nie nachgeguckt? Ja, habe ich mir noch nie, habe ich noch nie nachgeguckt? Aber aus denen kann man bestimmt auch was ganz Tolles machen. Von daher lassen wir die auch mal drinnen. So, jetzt haben wir erst. Na, bleibst. Oh, scheiß Mikro. So. So, der dritte Landmarker Plus ist auch fertig. Ergo kann ich jetzt wieder mal ganz schnell hinten die Quarry wieder anschmeißen. Weil eigentlich wollte ich ja alle Beta Quarries auf immer laufen lassen. Aber eben halt nicht so wie das jetzt läuft, weil die eine ist schon fertig und die andere muss noch arbeiten. Das ist ein bisschen scheiße gerade. Gefällt mir gerade gar nicht. So, und jetzt ist erstmal schnell penne gehen. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich eine kleine Aufnahmepause mache. Und zwar so lange, bis die Quarry fertig ist. Damit wir dann die Quarries aufstellen können. Wäre zumindest meine Idee. Aber dafür müssten wir erstmal gucken, wie lange die noch braucht. Habt ihr jetzt mein Schwert wieder nicht mit, aber das ist mir jetzt auch egal. Ich habe eine Schaufel. Na komm, renne, wo der Weg trocken ist. Ja, halt die Klappe. Das dauert doch noch eine ganz schöne Weile. Dauern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Höhenlagen ungefähr noch. Schade. Jetzt habe ich irgendwo. Ja, einmal Wasser habe ich mit, das ist gut. So, die drei Marker habe ich und Redstone-Fackel habe ich auch noch. Redstone-Fackel, Redstone-Fackel. Ja, stimmt doch. So, können wir jetzt erstmal schnell mal die ersten ein bisschen markieren. So. Und zwar habe ich mir gedacht, ich stelle es einfach mal ganz stumpf hier hin. So, da gehen wir jetzt einfach mal schnell den Strahl hinterher. Man sieht ja, unendlich groß wird die dann. Dauert dann auch dementsprechend lange, dass die was abbaut. Und naja. So, jetzt mal wieder schnell zurückrennen hier. Ich wünschte, die latschen mir nachher ein bisschen schneller. Ist mir irgendwie immer noch ein bisschen zu langsam. So, und zwar hierhin. Das wäre dann unsere erste Quarry. Die wird schön groß. Ich freue mich gerade wie ihr Schnitzel. Auch wenn man mir das nicht anhört, aber ja, es ist wirklich so. Ach, Mist. So, gibt es doch jede Menge Seeds, sehe ich ja gerade. Das ist doch mit B geschrieben.
Ne, mit B sagte ich schon, mit V. Wir würden Zeppelin geschrieben, weil die mich jetzt verarschen. Oh, gut. SAP. Gut. Ach du heilige Scheiße. Was gibt's denn alles für Zeppelins? Kokosnuss. Okay. Nice. Ach, hier gibt's. Oh, das ist ja mal geil. Tree Breeding. Oh, herrlich. Bäume kreuzen. Also hier das gleiche, was wir mit den Bienen machen, bloß mit Bäumen. Oh, traumhaft. Da muss ich mich noch ein bisschen einlesen, aber das werden wir, glaube ich, auch noch machen. Mal schauen. Nur hier ist es. Trealizer. Holy. Oh, wie geil ist denn das? Tree Breeding. Hohoho, es wird immer besser. Ich freue mich. Das kann ja was werden. Oh, geil. Hat dann nichts mehr hier mit Bienen zu tun. Also, das ist im Endeffekt das gleiche mit Bienen, aber eben halt mit dem hier, mit den Bäumen. Absolut Creme. Die Creme de la Creme des Spiels. Es ist. Boah, ich freue mich. Also, sorry, aber. Ernsthaft? Okay, jetzt mal schnell mal gucken nach irgendwelchen Mist. 16 Zombie-Köpfe. Raus damit, brauche ich überhaupt nicht. Genauso wie die ganzen Seiten hier. Funktioniert gar nicht. Gut, die Stacken. Ich glaube, ich werde mal nochmal so. Upsala. So ein 64K-Ding machen. Ach, stimmt ja. So, na komm, 64 K. Will das Ding mich jetzt verarschen? Jetzt. Boah, das ist jetzt aber lange. Mach ich mir jetzt die ganze Arbeit? Das wären 1, 2, 3, 4, 5 Diamanten rund. Mache ich mir jetzt die Arbeit oder räume ich einfach mal das Ding hier aus? Ich wieder Salpeter. Obwohl, ich habe hier oben bloß noch die Enka drin und hier die Vierer. Stimmt, ich müsste eigentlich trotzdem mal langsam wieder aufstocken. Aber ich glaube, das werde ich offscreen machen, also offline, also nicht während der Aufnahme machen. Weil das ist wirklich eine Arbeit, die man da so. Ich mache das so, ich höre immer so meine Musik da immer im Hintergrund. Kann ich leider Gottes nie einspielen wegen GEMA und. Ja. Und mache dann eben halt mein ganzes Gedöns hier. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich weiß, dass ich mich da eigentlich eh wieder verbaue, so 20 Millionen mal. Neun, mal versuchen. Na, gerade die Nase. Und zwar